Hallo, ich begrüße euch jetzt mittlerweile bei Part 9. Also zumindest ist jetzt gerade Part 9. Wenn ich das nächste Mal sage, ich begrüße euch, ist wahrscheinlich schon Part 14. Keine Ahnung, weil ich nehme mal ziemlich lange auf und da ich jetzt nur noch eine Upload-Zeit von 15 Minuten habe, weil ich ja dachte, es wäre okay, Harry Potter-Hörbücher aufzunehmen. Tja, habe ich keine Lust, alle Viertelstunde zu unterbrechen und dann. Das bringt auch nichts, das ist auch blöd, deswegen lassen das. So, bevor wir jetzt regulär weitermachen mit dem Spielen, wollte ich kurz ein paar Sachen loswerden und zwar. ich glaube, es war Part 8. da habe ich gesagt. Ich fand es ein bisschen witzig, weil es mir das hinterher aufgefallen ist, mir ist sowieso ziemlich viel aufgefallen, wo ich dachte, Mädchen, Mädchen, was laberst du für einen Bullshit? Ira sollte irgendwo irgendwelche Magazine aufheben und ich war irgendwie der festen Überzeugung, dass der Schnelllader, den sie braucht, ein Mac-Magazin ist. Wofür das Wort Mac wahrscheinlich schon für Magazin steht. Ne? Aber ist ja nicht so schlimm, hat wahrscheinlich keiner bemerkt außer mir. War noch irgendwas total Dämliches? Ja, ich glaube schon, aber ich kann mich jetzt gerade nicht mehr dran erinnern. So, achso, zu den Buttons hier. Hier sieht man die Städte. Das hier sind die Minen. Es gibt nämlich Minen. Hier unten ist zum Beispiel eine. Weiß gar nicht, doch, die kann man jetzt schon sehen. Das ist ganz geil mit den Minen, weil wir haben ja jetzt gerade nicht so viel Geld, ne? Vielleicht hat sich der eine oder andere schon gefragt, warum kauft ihr sich von ihren letzten, weiß ich nicht, was das waren, 500 Kröten, irgendein Blödsinn. Und, die muss doch in 6 Tagen wieder Shadow bezahlen, damit er da bleibt. Und am besten hat sie dann auch nochmal 18.000, damit sie sich einen Trevor noch holen kann. Der wird nämlich hier, oh, eigentlich ist der Drassen vielleicht. Nee, ist eigentlich nicht so wichtig. Aber hier, in einmal ist der wichtig. Ja, das liegt einfach daran, dass man durch die Minen, die werden dann für die Söldner betrieben. Ja, und dann kriegt man von denen immer schön Kohle zugescheffelt. Genau. So. Genau, Teams und Feinde, das ist man selber und die Gegner. Hier sieht man die Milizen, wo ich mich ja im letzten Part ein bisschen gewundert habe, dass es nur 5 gibt. Wahrscheinlich, ich habe dann auch gesagt, man konnte früher 20. Ich neige leicht zur Übertreibung. Wahrscheinlich konnte man nur irgendwie doppelt so viele oder vielleicht 12. Aber man konnte auf jeden Fall wahrscheinlich nicht 20 Milizen ausbilden auf einen Schlag. Hier, das sind die mobilen Milizen. Hier, das ist der Luftraum. Wir haben jetzt momentan einen sehr eingeschränkten Luftraum. Die Sache ist die, dass wir später noch einen Hubschrauber kriegen, aber das sind alles Sachen, die muss ich eigentlich jetzt noch gar nicht erzählen. Hier wird angezeigt, wie viele Objekte da rumliegen, was komisch ist, weil hier müssten ja eigentlich. Ach nee, da haben wir alles aufgehoben. Mir ist dann noch eingefallen, wir haben gar nicht in das Gebäude reingeschaut, nicht wahr? Deswegen gehen wir jetzt noch mal in den Sektor hinein. Yep. Und Shadow, der etwas flinker Okay. ist als die anderen, geht wohl zum ACA. Ich habe übrigens mich noch nicht erkundigt. Was sagt denn das so komisch? Ich habe mich übrigens noch nicht erkundigt, was das mit diesem Betrieb auf sich hat. Lauf, Shadow, lauf! Da steht schon Miliz. So, dann Shadow. Schelle dich doch mal da rein. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie muss ich bei Shadow immer an Sheldon denken aus Big Bang. Kann ich irgendwann auch nicht vernünftig reden? Genau. Man hat hier so ein paar Möglichkeiten. Ich klicke immer mal zur Vorsicht auf Falle entschärfen. Man weiß ja nicht, ob eine da ist. Ach, guck mal, es hat gar keine Falle. Das ist doch nett. Dann kann man es Abgeschlossen. einfach auch. Nein! Abgeschlossen. Ja, jetzt wäre so ein. Ups, 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 ups. Abgeschlossen. Ja, dann ist der Ja. wahrscheinlich hier auch abgeschlossen, ne? Ja.
nicht. Ach, der ist nicht abgeschlossen. Ja, jetzt hätte man auch schon so einen Trevor gebrauchen können. Der kann nämlich super Schlösser knacken und der hat einen Dietrich dabei. Shadow hat keinen Dietrich und hat auch eine Technik. Naja, 12. Was ja jetzt mehr schlicht als recht ist. Okay, hier gucke ich mal so ein bisschen rum. Da gibt's nichts mehr. Ja, hat sich ja irre gelohnt. Irre gelohnt. Steh nicht, warum der Bildschirm so blöd fadet. Fadet, scrollt, wie auch immer. Ich gehe einfach mal aus diesem Sektor raus. Ah ja, jetzt sind da zwei Gegenstände drin, die ich angeblich noch nicht genommen habe. Ach, wie nice. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Kann man das jetzt vielleicht irgendwie... Ah! Aha! So, und hier kann man jetzt auch mal das Menü öffnen. Das ist ja nett. Hauptsache, ich hab's mit. Okay, Dankeschön. Nächster Step wäre jetzt für mich hier mal gucken, dass ich das alles schön geordnet kriege. Hier kann man... Ach, hier kann man jetzt auf einmal auch was reinlegen. Das ist ja nett. So ein blödes Zweibein, das man nicht braucht. Gerade. Kampftasche. Ich könnte man das hier auch mal an Ira weiterreichen. Die hat sowas nämlich gar nicht. Shadow, der ist ein bisschen wichtiger. Hat sowas auch nicht. Dann kriegt der jetzt mal eins. So, mal gucken. Ich habe ja gemotzt, Ira hätte keine gute Rüstung an. Ja, sie hat nämlich gar keine Rüstung an. Und ich glaube, was ich für den nächsten Kampf machen werde, ist, ich gebe den Helm an Trillian, die keinen hat. Ach ja, guck mal hier, genau. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Night Vision. Geilerweise habe ich mich ja die ganze Zeit beschwert, dass diese dämliche Trillian überhaupt nichts sieht von den Gegnern. Ja, witzigerweise hat die auch Nachtsichtgerät an. Ich schätze fast, dass man damit tags nicht so toll sehen kann. Wenn selbst die lichtstärksten Ferngläser versagen, sorgt das ANT Night Vision dank modernster elektronischer restlicher Verstärkung weithin für Durchblick. Tja, siehst du mal? Dieser Gegenstand ist Elektronik pur und beinhaltet komplexe Schaltungen. Ah gut, also wenn es kaputt geht, sollte ich Trevor da haben, der mir das repariert. Verfluchter, siehst du? Siehst du? Hier, Modifikator Sichtweite Nacht. Haben wir ein bisschen was, ne? Und hier, Sichtweite Tag, minus 20. Was ist das hier? Helles Licht, nochmal minus 40. Ja, kein Wunder, dass die nix sieht. Okay, jetzt gerade ist Nacht. Wenn mir da einfallen ist Nacht, dann kann sie das gerne mal anlassen. Ups, ups. So. Ja, nett. Da dieses... Kann man die eigentlich alle auf einmal nehmen? Weiß kein Mensch, ne? Ach so, wenn es irgendwie jemanden gibt, der tolle Tricks hat, der mir irgendwie noch was erzählen kann, der meine Noobigkeit aufdecken kann. Ich weiß Gott auch nicht alles über dieses Spiel. Ich kenne mich zum Beispiel kaum mit diesen Waffen aus. Das hat mich einfach früher nie interessiert. Jetzt merke ich, dass das ganz nett ist. Mir hat das immer gereicht, dass wenn ich hier drauf halte, ich sehe, welche Munition ich habe. Genau. So. Brauche ich nicht. Alba, kannst du was halten? Hier, halt. Halt mal. Ja. Was natürlich auch nützlich ist, ist hin und wieder mal... Oh, verdammt, jetzt kannst du es nicht mehr... Ich kann mal tauschen. Ja, komm. Ach so, das kann ich da auch direkt reinladen. Das ist ja schön. Was vielleicht nicht schlecht ist, ist, wenn ich Trillian auch eine Ersatzwaffe mitgebe. Man weiß ja nie, ne? So viel wie die wahllos durch die Gegend ballert. Das waren jetzt die hier, ne? Ich frage euch immer Sachen. Mir kein Mensch antworten. Erst Jahre später, Monate später.
Ich mache jetzt hier diesen ganzen mittel- bis ziemlich langweiligen Schmo. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Wenn doch, da unten ist so ein Balken, da kann man bestimmt ein bisschen nach vorne skippen. Der macht das. Genau, so, bla bla bla. Ja, ein bisschen Muni habe ich jetzt mit. Was ist das? Das ist diese Kampftasche, genau. Das ist so eine Gürteltasche. Okay, es kann immer mal sein, dass ich so ein bisschen nochmal gucken muss, weil, wie gesagt, ich kenne hier halt auch viele Sachen nicht. Hier dieses Ganze mit der Waffe, das ist mir alles komplett neu. Das muss ich mir vielleicht mal offscreen alles ein bisschen reinziehen. Bei Gelegenheit mal machen. Ah, wie schön hier. Ein Schalldämpfer hat der Shadow auch schon dabei. So, okay. Habe ich sie soweit geordnet, ja? Dann hätte ich noch gern, dass ihr alle mal ein Ründchen pennt. Und dann hoffen wir, dass es dann noch gut dunkel ist, wenn die beiden wieder aufwachen. Regen startet. Ich weiß gar nicht, ob ich wusste, ob es. Habe ich wahrscheinlich nie darauf geachtet, ob es Wetter gibt. So, Pause. Jetzt sind ja wieder wach. Verdammt. Sie haben neue Mails. Na, schauen wir mal. Enrico, großartige Nachrichten. Ich war glücklich zu hören, dass Miguel. Ich versuche das mal in seinem Duktus hier. Oh, das wird bestimmt sehr schlecht, aber ich versuche es trotzdem. Ich war glücklich zu hören, dass Miguel am Leben ist und Sie mit ihm Kontakt aufgenommen haben. Bitte sagen Sie mir, dass ich nie vergessen habe, was er für mich getan hat. Und ich wäre früher zurückgekehrt, hätte ich nur die Mittel gehabt. Achso, bitte sagen Sie ihm so. Danke, dass Sie mich auf dem Laufenden halten. Hochachtungsvoll, Enrico Schibaldoni. Ja, schön. Kriegen wir noch ein nettes Lob. Ist ja auch mal nett. Nettes Lob, nett. Jetzt wollte ich nur noch ganz kurz nachgucken, ob es diese hammer super coole Tarnfarbe hier auch noch gibt. Feuerwaffen, Munition, Rüstung gebraucht. Wahrscheinlich hier nicht, ne? Ach, das sind alles sonstiges. Das gibt's hier im Levenet. Was ist das? Aha. Mit diesem Universaladapter können Sie das Magazin bei vielen. Ah. Okay. Ich glaube, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Aber so wie sich das hier anhört, kann man dann irgendwelche Patronen. Ach nee. Ah, okay. Das schafft wahrscheinlich trotzdem 9mm Patronen, aber man kann 100 reintun. Man muss ja nicht ständig nachladen. Das ist natürlich schon recht gut. So, ein Seitenschneider, den wir gebrauchen könnten, den ich jetzt aber nicht kaufe. Tarnbezug wird ihren Helm weniger auffallend machen. Ach, wie schön. Das ist ja auch schön. Kann man da nicht einen Merkzettel machen, damit er es nicht vergisst? Ich bin doch so ein Vergesser. Metalldetektor. Ist überhaupt nicht, dass es das in dem Spiel gibt. Okay. Das professionelle offene Visier. Genau das Richtige für ihre Handfeuerwaffe. Erhältlich für. Aha. Nee, brauchen wir nicht. Was bist du denn? Ein Mündungsfeuerdämpfer. Zielfernrohr. Meine Güte, die haben ja wirklich schon alles da, fast. Wahrscheinlich. Ein Tarnhemd. Ein Tarnschminke. Einfach nur so Schminke. Oh, hier ist der Dietrich. Nee, das sind zwei Beine. Schon wieder gefailt.